USC Biesendorf ist im Vorjahr nur um Haaresbreite dem Abstieg entronnen. Im Vergleich zur letzten Saison ist die Mannschaft kaum wiederzuerkennen. Die Pinzgauer haben gleich 9 Abgänge zu verzeichnen bei nur 5 Neuzugängen. Der bekannteste Neo-Biesendorfer ist Trainer Franz Seiler, auf den beim Vorjahres 13. viel Arbeit wartet. Ja, spezielle Schwächen haben wir sicher im taktischen Bereich, da müssen wir am meisten feilen. Wir wollen ja auf 4-4-2 umstellen, sind da fleißig dabei, das zu trainieren auch. Und ich muss sagen, wir haben gegen Leogang ein Test gehabt und da muss ich sagen, fürs erste Mal hat mir das sehr gut gefallen. Grundsätzlich möchte ich einen kontinuierlichen Spielaufbau und dass wir die Bälle nicht durch die Gegenschnäuzen und eigentlich mehr einen guten, gepflegten Offensivfußball. Was sich der Verein vom neuen Coach erwartet, erklärt der sportliche Leiter Bernd Ziol. Ja, es ist der Seiler Franz als neuer Trainer dazugekommen, mit dem Wiener Willi und mit dem Tillemanns Peter als Dormo-Trainer. Zusätzlich hat der Franz dann noch einen Koordinationstrainer engagiert, das ist der Rauter Norbert. Und das ist einmal grundsätzlich die Änderung im Trainerstab. Dann die Änderung von der Mannschaft her ist es so, wir haben 9 Abgänge gegenüber 5 Neuzugänge und dies zu kompensieren ist natürlich jetzt ein Trainer seine Aufgabe und wir vom Vorstand sind da guter Dinge, dass wir nicht mehr so weit hinten spielen, als wir es jetzt das vergangene Jahr gehabt haben. 4 dieser 5 neuen Spieler kommen aus Ungarn. Warum die Biesendorfer genau wie Saalfelden auf Ungarn-Power setzen, erklären die Verantwortlichen so. Das ist ja so, dass wir ja eigentlich geschaut hätten, dass wir dosige Spieler kriegen, aber das ist anscheinend in der heutigen Zeit nicht mehr so einfach. Diese Männer verlangen Summen, da musst als kleiner Verein aufgeben und dann hat sich eben die Situation mit 12 ergeben, die was ja da schon, muss man ja sagen, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und da haben wir uns angeschlossen und haben da 15 Testentag gehabt, über 3 Tage und da haben wir zweimal trainiert und die haben auch ein Match gemacht und ich muss sagen, ich war eigentlich sehr positiv überrascht und 4 davon werden wir ins gehalten, ja. Trotz dieser potenziellen Verstärkungen liegt die Latte in Biesendorf nicht allzu hoch. Das Anziel ist es so, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben wollen. Der Franz hat es ein bisschen höher gesteckt, der Franz will einen einstelligen Tabellenplatz haben. Ich sage, wenn wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben, dann haben wir das Saisonziel erreicht. Schlägt nur einer der 9 annähernd so wie ein Robert Fekete beim FC Pinzgau, sollte Rang 10 durchaus machbar sein.